Ja, servus Leute. Ich habe mir gedacht, ich fange einfach mal mit einem neuen Spiel an. Dungeon Hunter 5. Habe ich noch nie gezockt. Aber ich habe mal ein bisschen im Internet rumgeschaut. Soll gar nicht so schlecht sein. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja, die Intro habe ich schon gesehen. Ich habe es auch schon auf BlueStacks und Handy runtergeladen. Dort scheint es aber nicht zu funktionieren. Also es ist eine ganz normale Handy-App, aber man kann sie auch direkt auf Windows im Windows Store zocken. Also hier seht ihr das Icon. Ich habe sie jetzt über den Store mal geöffnet und zock's jetzt einfach mal da drüber. Was genau mich jetzt erwartet, kann ich aber nicht sagen. Ich werde es mir später noch aufs Handy runterladen. Das Problem ist, das Ding hat knapp 1,6 GB, also ist keine kleine App. Ja, ich lasse mich jetzt echt überraschen. Was das Gameplay hier angeht, grafisch soll es gar nicht so schlecht sein. Wie gesagt, ich konnte es noch gar nicht testen. Auf BlueStacks und Handy hat es halt nicht funktioniert. Und aufs Handy wollte ich es erstmal nicht runterladen, aber falls es dann doch nichts wird mit dem Game, wollte ich dann nicht gleich wieder löschen oder beziehungsweise mein Handy zumüllen. So. Also ihr seht, es ist schon eher, es ist ein RPG-Game auf jeden Fall. Ähnlich wie hier World of Warcraft, aber ich glaube nicht ganz so komplex aufgebaut. Ist ja immerhin immer noch ein Handyspiel. Also sollte nicht ganz so anspruchsvoll sein. Ich hoffe, dass es auch nicht so viel Zeit kostet wie Castle Clash zuletzt. Aber das wird sich jetzt alles gleich rausstellen. So. Okay, Steuerung ist auf jeden Fall mal mit W. Wie greife ich ihn an? Boah, mach die mal alle hier jetzt. Funktioniert denn das? Ne, jetzt kacke ich hier gleich ab. Wo sind die hier die Einstellungen? Ja. Wie habe ich das jetzt gemacht? Jetzt mit hier. Ja, schön. Jetzt weiß ich auch, wie man schlägt mit der Leertaste anscheinend. Ich will dich aber trotzdem. Das. Blabla. Was hat er jetzt geschrieben? Ey, ich komme hier gerade nicht mit. Ja, ich muss mich hier auf jeden Fall noch ein bisschen. Einfügen ins Spiel, was ist denn das jetzt schon wieder? Ach, damit kann ich auch laufen. Ach, sehr schön, aber ich würde ganz gern die Kamera wechseln. Genial. Was war denn das jetzt schon wieder? Boah, krass, ey. Boah, da liegt irgendwas. Dann gehen wir mal dahin. Mit der Steuerung komme ich momentan noch nicht wirklich zurecht.
das schon wieder? Achso, das ist Springen. Hm. Ja, scheint grafisch ein gutes Spiel zu sein. Ich muss mal kurz Pause machen, ich muss mich um die Steuerung kümmern. Ja, also, ich zock jetzt lieber mal so, wie es vorgesehen ist. Und zwar mit diesem kleinen Ding hier. Also es ist doch auf Handy ausgelegt. Ich bin es zwar gewohnt, MMOs zu zocken, aber nicht mit so einer komischen Steuerung. Ja. Aber wir sollten das trotzdem hinbekommen. Also bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir das Spiel wirklich. Gibt noch nichts auszusetzen. Bis auf die Steuerung. Aber ich glaube, an die gewöhne ich mich auch irgendwann. Also dafür, dass es ein Handy-Game ist, ist es doch schon ziemlich komplex. Also ich werde das Game jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage mal ein bisschen anzocken. Jetzt schauen wir mal, ob wir den Boss hier irgendwie noch legen können. Also die Steuerung ist echt nicht meins. Sehr schön. Ich weiß jetzt zwar nicht, was es mir gebracht hat, aber das werden wir gleich sehen. Erwartet uns schon gleich der nächste Kampf? Ne, wir hauen ab. Ich glaube, das war auch nur die Intro von dem Spiel. Ist es jetzt ein... Es hieß eigentlich, es ist ein RPG-Spiel, also ein Rollenspiel. Ich hoffe, man kann es auch mit mehreren Leuten spielen. Vielleicht kommt es alles erst später. Dass man mit die Mission mit mehreren Leuten spielen kann. Ja gut, ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter zocken. Schauen, wie das Spiel ist und werde euch immer weiterhin berichten, wie sehr mir das Spaß macht. Ob man das wirklich mit mehreren Leuten spielen kann. Das berichte ich euch alles die nächsten Tage. In diesem Sinn möchte ich das Video eigentlich auch nicht zu lange machen. Ciao, ciao!